Ja, gucken wir mal, ob der ankommt. Aber erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin gespannt. So, ach komm, wir gucken uns das einfach mal bis zur ersten Kollision hier vorne an. Das ist die Frage, übersteht er das oder übersteht er das nicht? Es sieht auf jeden Fall abenteuerlich aus. Das ist schon mal unstrittig. Ach, herrje, was ist denn hier los? Warum geht's denn hier nicht weiter? Also. Ja, gut. Mach doch. Hä? Naja. Es scheint ja zu laufen hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Da hat einer durchdrehende Reifen, weil wegen... Naja. Wer hier? So. Naja, zu pressen. Sie pressen, was das Zeug hat. Das ist ja schon mal viel wert. Das gibt dann auch wieder jede Menge Stroh, was wir dann wieder zu Kompost machen können oder verkaufen oder was auch immer. Keine Ahnung, lass uns mal überraschen. Wie viel ist denn jetzt hier überhaupt drin? 121.000. Und so wenig Diesel. Dann machen wir doch mal ein bisschen was. Und zwar... Komposter? Diesel. Hinzufügen. Kaufen wir nochmal 5000. Jo, möchte ich ganz gerne. Das ist nämlich günstiger. So. Schick. Sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus hier. Organische Rohstoffe und Komposterde. Das ist doch schon mal. So mag ich das. Wird das da vermengt? Mit irgendwas? Du. Ah, keine Kollision. So eine, ja. Warte, muss man hier drauf? Ja, na klar. Uffe. Ja, hier passieren Dinge. Und dann kommt Kompost am anderen Ende raus. Dann geht das hier nochmal hin. Da wird auch nochmal irgendwas Magisches vollbracht. Und dann haben wir nachher hier feinsten Kompost. Den wir dann noch bauen können, das ist doch schon mal viel wert. Jo. Warte mal. Wo ist Kollege Kammers? Kammers. Da. Da hat doch einer den Düngersteuer stehen lassen. Ärgerlich. Ärgerlich. So. Und dann holen wir den mal weg. Und dann lagern wir da noch mal ein bisschen Kompost ein. Kompost eigentlich schon. Dünger ein. So. Auffüllen muss ich aber oben machen, ne? Das macht er hier nicht, oder? Ne, macht er hier nicht. Das heißt, ich brauche hier auf jeden Fall dann einen Kurs. Der. Dünge.
der Dünger füllt und dann wieder zurück zu Feld 3 fährt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Oh komm, jetzt willst du mir noch nicht etwas sagen, dass du hier den Berg nicht hochkommst, ey. Rass dich aus. So. Du kannst jetzt aber... ich will mal was testen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nein, irgendwie höre ich nichts und da tut sich auch nichts. Das heißt also, wir dürfen das alles echt per Hand abladen. Das nervt ja schon so ein bisschen. Ach, warte mal. Spanngurte lösen. Ein Träumchen. Gut, dass da nicht so viele Paletten drauf passen. Das stimmt mich gerade etwas gnädiger. Das Problem, was wir nämlich jetzt haben, wenn ich jetzt mit dem Ursus dünge, besteht die Gefahr, dass bergauf mehr Dünger verbraucht wird, als ich eigentlich benötigen würde, weil er ja langsamer fährt. Und das ärgert mich gerade so ein bisschen. Aber ich kann ja auch nicht hier so einen Knicklenker damit fahren lassen. Das funktioniert ja auch nicht. Also wir brauchen irgendwas mit mehr Bums auf jeden Fall. Ja, komm. Komm her. Mein Gott. So. Jetzt haben wir hier 6000 Liter zum Einlagern. Achso, was mir gerade einfällt, was ich noch machen werde, ist, es gibt ja Baumstammproduktionen. Nicht wahr? Und so eine werde ich mir wahrscheinlich hier auf der Karte verbauen. Damit das Thema Baumstämme weitergeht. Muss ich nur mal gucken, dass ich da irgendwie was finde. Beziehungsweise dann halt, ich habe da schon so eine Idee. Es gibt da ja jemanden, der hat so eigene Kreation. Und da muss ich da einfach nur die Fill-Types anpassen. Naja, hört sich jetzt erstmal einfach an. Wir werden sehen. Sind ja theoretisch nur drei Werte. Das ist Diesel als Input. Output. Ist ja dann eigentlich dann der Baumstamm an sich, ne? Oder Baumstammpalette oder irgendwas. Und die müsste ja dann vom Sägewerk akzeptiert werden. Und das ist dann das ganze Geheimnis. Theoretisch. Muss ich mir mal angucken, wie das ist. Ich wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen hier. Oh nein, was hat er denn getan? Warum? What the heck? Warum hat er denn jetzt auf dem Anhänger? Hä?
Wie? Warum? Was? Hä? Abkippseite? Kann ich das noch hier? Abkippseite rechts. Alter. Jetzt hat er das auf der Pritsche abgeladen. Ich geh kaputt, ey. Der ist aber zornig hier. Aha, alles klar. So. Geil. Das musst du auch erstmal hinkriegen. So, wir wollen bei diesem Fahrzeug den Fülltyp Large Square Bales. Ja. Einmal da und einmal da. Dann machen wir Arbeitsmodus an. Arbeitsmodus an. Und dann fahren wir einfach mal auf dieses Feld hier drauf. Und sammeln so ein paar Ballen ein. Läuft auf jeden Fall. Mit den 8000er Beiner geht auf jeden Fall ein bisschen was hier. Na komm, wir wollen nicht mehr erlösen, so soll es ja nicht unnötig hier Dinge tun. Das passt ja mal schon mal. So, dann können wir jetzt nochmal was hier ins Silo schmeißen. Weil wenn das alles zum... sorry. Zum Komposter geht. Brauchen wir ja auch mal wieder ein bisschen Frisches, ne? Gras. Stroh. Ja. Boom. So schnell geht er. Weil schön wäre es natürlich, wenn wir dann hier noch zeitnah anfangen könnten zu düngen, ne? Das wäre auch nochmal schick. Wenigstens schon mal das Vorgewinde hier absammeln. Boah, hier liegen Ballen, ey.
Das Problem ist ja auch, dass die Beine, die jetzt hier liegen, immer noch Probleme verursachen, ne? So zum Beispiel. Wenn die erstmal hier auf ihren Feldbahnen sind, dann ist das halb so wild, wenn vorne alles weggesammelt ist, ne? Dann schockt das auch. Ach, lassen wir ihn erstmal sein Gras abliefern. So. Und so hast du dann mal eben relativ schnell, keine Ahnung wie viel, 1000 da reingeknallt. Viel auf jeden Fall. Ich meine, gut, da ist ja noch Luft, ne? So ist ja nicht. Das 1,5 Mille können wir gehen, aber das war jetzt mal... Zwei Ladungen, die haben es in sich gehabt. Ne? Aber jetzt können wir den auch wieder zur BAG schicken. Machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder bei euch. Ich hoffe, ihr seid auch wieder bei der nächsten Folge dabei. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn, dann dürft ihr natürlich auch gerne liken, kommentieren, abonnieren, alles. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es hübsch. Ciao, ciao.